In der 250-jährigen barocken Stiftskirche, am Ort, wo der Gallus 612 entschieden hat zu bleiben und später Kloster und Stadt St. Gallen entstanden sind, hat Dommusik St. Gallens vielfältige musikalische Erbe von der ehemaligen Benediktinermönch übernommen und ins 21. Jahrhundert geführt. Als grösste Kirchenmusik der Schweiz pflegt Dommusik St. Gallen in den Gottesdiensten und Konzerten an der Kathedrale die Musica Sacra. Vom gregorianischen Choral über die Renaissance, Barock, Klassik, Romantik bis hin zur improvisierten und geschriebenen Musik von unserer Zeit. Dafür sind wöchentlich viele Ensemble in Probe, Gottesdienst, Feiern und Konzert aktiv. Domchor, Collegium Vocale, Kantorinnen und Kantoren, Kinder- und Jugendchöre von der Domsingschule, Crosspoint Band, Cantus Juvenum, Frauen- und Männerchoralskola, Orchester, Dombläser, Cappella Vocale und der Domorganist. Kirchenmusik ist meine grosse Passion. Ich freue mich an der anspruchsvollen Aufgabe, die passende Chormusik für jede Feier zu finden. Von alt bis modern, mit Orgelbegleitung, mit Orchester, mit Bläser oder A cappella. Mein Herzensanliegen ist es, Menschen zum Singen im Gottesdienst zusammenzubringen. Zum Lob Gottes und zur Freude der Menschen. Für das Ensemble der Dommusik und für mich persönlich ist es ein grosses Privileg, im prachtvollen Raum der Kathedrale, im Weltkulturerbe Stiftsbezirk St. Gallen, unter einem wunderschönen Bilderdach von den Gewölben und den Kuppeln die Musik aus dem Weltkulturerbe beitragen zu dürfen. Wir pflegen eben auch den gregorianischen Choral, also das heisst die Gesänge, die der Notker Balbulus, der hier Mönch war, aufgeschrieben hat, komponiert hat. Die werden heute noch aufgeführt in den Liturgien, zum Beispiel am Ostersonntagmorgen an Maria Himmelfahrt, ganz besonders natürlich am Gallustag. Dommusik St. Gallen, ein Stück Himmel für die Menschen. Drum sind wir Weltkulturerbe.